Ja, ich freue mich wirklich sehr, heute hier zu sein. Ich begrüße Sie recht herzlich zu meinem Vortrag. Er heißt Herausforderungen im Online-Journalismus, wenn Klicks die Welt bestimmen. Mein Name ist Jelena Gutschanin. Ich arbeite seit einigen Jahren bei der Wienerin, war davor freie Journalistin, unter anderem beim Standard und beim Format. Ich habe Publizistik studiert und Kultur- und Sozialanthropologie und habe mich schon immer gerne mit Medienentwicklungen auseinandergesetzt. Deshalb freue ich mich sehr, heute dieses Thema vortragen zu können. Ich lese Ihnen jetzt gleich zu Beginn ein paar Internetschlagzeilen vor, die Sie vielleicht überraschen werden. 13 seltsame Fakten, die du mit echt jetzt kommentieren wirst. 21 Fotos, die dich zum Lachen bringen, auch wenn du einen scheiß Tag hattest. 23 Leute, die nicht die hellste Kerze auf der Torte sind. Das sind alles heutige Schlagzeilen vom Online-Magazin BuzzFeed. Und die Frage ist hier, warum machen Medienunternehmen das? Die Antwort ist ganz einfach. Geht das? Nein. Ich kann es auch am Laptop weiterklicken. Geht's jetzt? Ja. So. Ja, die Antwort ist Klicks, weil Klicks sind heutzutage die Währung, mit dem Medienunternehmen arbeiten. Für alle, die BuzzFeed nicht kennen, BuzzFeed ist ein 2006 gegründetes amerikanisches Medienunternehmen. Die Website ist mit ungefähr 150 Millionen Besuchern und Besucherinnen pro Monat eines der beliebtesten Medienportale im englischsprachigen Raum und hat auch weltweit Ableger. Das Ganze ist eine Mischung aus Blog, Nachrichtenticker und Online-Magazin. Die meisten Artikel sind reich an Bildern und Videos und werden als sogenannte Listicles geführt, wie ich vorhin vorgelesen habe, also in Listen mit Zahlen. Trotz inzwischen gewachsener Redaktion ist ein Großteil der Artikel jedoch usergeneriert, also von Besuchern der Website geschaffen. BuzzFeed verzichtet komplett auf klassische Werbung auf seiner Seite. Stattdessen setzt das Unternehmen auf virales Marketing und Native Advertising. Mit letzterem können zahlende Kunden eigene Artikel auf BuzzFeed.com veröffentlichen. Wenn man sich diese Rechnung ansieht, kann eigentlich nur eins dabei herauskommen: schlechter Journalismus. Doch das stimmt nicht ganz so, zumindest nicht mehr. Denn die Website erreichte etwa am Anfang des Jahres mit einer großen Investigativgeschichte Aufmerksamkeit, nachdem ein ehemaliger britischer Geheimdienstmitarbeiter ein sogenanntes schmutziges Dossier, Dirty Dossier, veröffentlicht hatte. Zuvor stand schon die Hacker-Affäre zwischen Russland und USA im Fokus. Auch die schlechten Arbeitsbedingungen eines britischen Online-Shops waren Thema bei BuzzFeed und wurden dort exklusiv aufgedeckt. Und ein Qualitätskriterium hat das Medium auch schon erfüllt. US-Präsident Donald Trump nannte es a failing pile of garbage. Das heißt, viraler Content und investigativer Journalismus finden sich hier unter einem Dach wieder und sie verstehen sich ganz gut. Auch in Deutschland werden die investigativen Sparten der deutschen Plattform BuzzFeed intensiviert. Dort ist nämlich Daniel Drepper, der bisher beim Recherchebüro Korrektiv-Chefredakteur war, neuer Chef und er will den seriösen Teil weiter ausbauen. Und er sagt, BuzzFeed versteht extrem gut, wie soziale Medien funktionieren und warum die Nutzer was lesen und was teilen. Und dieses Wissen mehr auf Journalismus anzuwenden und zu lernen, das relevant interessant zu machen, könnte spannend werden. Jetzt geht's. Doch wie kann man das Relevante interessant machen? Das ist ein spannender Punkt beim Thema Online-Journalismus. Die Frage ist nur, wie kann das gelingen, wenn ein Artikel pro Stunde publiziert wird? Wir befinden uns beim Online-Journalismus quasi noch in Kinderschuhen. Die Zukunft dreht sich vor allem um die Themen Geld und Plattformen. Denn die Finanzierung qualitativ hochwertiger Artikel und der Menschen, die sie produzieren, wird in Zeiten von Clickbait-Journalismus, Gratisinhalten und der Omnipräsenz von Facebook immer schwieriger. Online wird nämlich in den meisten, vor allem deutschsprachigen Medienhäusern, noch immer als Zusatz gedacht und nicht als Hauptplattform gesehen. Das führt zum Problem, dass auch die dort angestellten Redakteurinnen und Redakteure weniger ernst genommen werden, dass die Qualität der Artikel leidet und dass viele Online-Portale aus dem Hinterherhecheln neuer Social-Media-Kanäle gar nicht mehr nachkommen.
Und wenn ich durch meinen eigenen Facebook-Feed scrolle, weiß ich als Online-Journalistin, warum mir diese Inhalte ausgespielt werden. Sie haben auf den dortigen Seiten erstens einmal genug Reichweite erzielt und sind im zweiten Schritt durch meinen persönlichen Interessensfilter gegangen. Das heißt konkret, sie scheinen nicht ohne Grund bei mir auf. Denn Facebook arbeitet mit einem Algorithmus, der darauf abzielt, Medien so abhängig wie möglich davon zu machen. Und das gelingt ihnen ganz gut. Genau. Aber wie kann man es jetzt als Journalistin schaffen, dass man Inhalte interessanter macht? Denn die Abhängigkeit von Facebook führt zu der traurigen Situation, dass viele Medienhäuser ständig dieser Facebook-Formel nachrennen. Das heißt, sind jetzt Videos interessanter für Facebook, sind Artikel interessanter für Facebook. Wenn 80% der Klicks, und das ist zum Beispiel bei der Wienerin Online so, von Facebook abhängen, dann wird auch vordergründig für diese Plattform produziert. Und wenn Medien weniger für Facebook-Werbung zahlen, weil ihre Beiträge mehr Interaktion, also mehr Likes und mehr Shares erreichen, dann werden diese Medien versuchen, genau solche Inhalte zu erstellen. Ob das eigene Facebook-Videos, Facebook-Sprüche oder Bilder sind, all das steht dann auch zusätzlich auf der Arbeitsagenda von Online-Journalistinnen und Journalisten. Das heißt, Schreiben alleine reicht längst nicht aus. Sie müssen Videos schneiden, Sie müssen Photoshop und InDesign beherrschen, Kameras bedienen, alle Social-Media-Kanäle befüllen und so weiter und so fort. Wie qualitativ hochwertig können die Artikel sein, die Sie nebenbei auch noch produzieren? Diese Frage ist eigentlich leicht zu beantworten. Sie können es nur dann, wenn es genug Menschen gibt, die dafür arbeiten. Und wenn sie für ihre Arbeit bezahlt werden. Denn auch darüber muss geredet werden. Neu angestellte Online-Journalistinnen und Journalisten verdienen nur einen Bruchteil dessen, was Printkollegen der alten Schule erhalten. Das ist eine Realität, die wir nicht unter den Teppich kehren können und dürfen. Wenn eine Redakteurin, sagen wir, einen Artikel pro Stunde produzieren muss, dann wird dieser Artikel wenig Qualität haben. Deshalb entstehen dann eben diese oft erwähnten Listicles, wie ich sie am Anfang genannt habe, oder persönliche Kommentare und Erfahrungsberichte. Oder einfach nur virale Geschichten, die woanders auch gut gehen. Das ist die Realität und wenn Zeit bleibt, widmet man sich den größeren, tiefgründigeren Geschichten. Schließlich muss vorher noch die Facebook-Seite für den ganzen Tag befüllt werden. Content am Fließband ist das und so sieht leider der Arbeitsalltag vieler Online-Journalistinnen heutzutage aus. Wir können aber Qualität online nur dann fördern, wenn nicht mehr darauf geschaut wird, dass genügend Klicks generiert werden, sondern darauf, dass das Medium Themen vorgibt, Dinge auf die Agenda setzt, die gerade nirgendwo sonst thematisiert werden und eine klare Haltung zeigt, in Zeiten, in denen alle das Gleiche schreiben. Das Nachrennen nach Facebook-Algorithmen kann zwar eine Seite und muss wahrscheinlich eine Seite der Arbeit sein, mit der sich Medienhäuser auseinandersetzen, ob sie wollen oder nicht, aber das soll und darf nicht die Aufgabe der Journalistinnen und Journalisten sein, denn diese müssen ihre Expertise, ihre Neugier und ihre Themen hineinbringen, die gesellschaftlich relevant sind, Themen, die einen Unterschied machen. Und Medienhäuser müssen sich zurückbesinnen auf das, was sie ausmacht und das ist guter Journalismus. Und dafür müssen leider neue Finanzierungsmodelle gefunden werden, denn mit den jetzigen funktioniert es nicht. Was aber dringend passieren sollte, ist eine Reform der Presseförderung. Wir brauchen eine Presseförderung, die nicht dem Boulevard das Geld hinterher schmeißt, sondern die unabhängigen, kritischen und jungen Journalismus fördert. Und das vermehrt online. Und das mag jetzt vielleicht ein Wunsch ans Christkind sein, aber ich bin mir sicher, dass die meisten irgendwann verstehen werden, wir brauchen guten Journalismus, um denen, die mit Lügen umherschmeißen, endlich etwas entgegensetzen zu können. Und bei aller Liebe zu Print, das wird in Zukunft ausschließlich online passieren. Die traurige Realität ist aber, derzeit sind Jobs von Klicks abhängig. Der Arbeitsalltag ist einer, mit dem wohl Printkolleginnen hoffnungslos überfordert werden. Denn Online-Journalistinnen sehen zu jeder Sekunde, wie viele Leute gerade auf der Seite sind, welche Artikel sie gerade lesen, woher sie kommen, wie lange sie sie lesen und wann sie wieder weggehen. Das heißt auch, Artikel, die gut geklickt werden, werden im Allgemeinen auch besser bewertet, denn sie bringen mehr Leute auf die Seite. Der einfache Grund für diese Situation ist, Online-Medien waren früher zu einem großen Teil quersubventioniert durch Printerlöse. Doch mittlerweile sinken sowohl die Anzeigen Print als auch die Anzeigen online. Deshalb setzen Online-Medien vermehrt auf Native Advertising. Die Klicks erzeugen Page Impressions bei den Anzeigen, die man dadurch teurer verkaufen kann.
Und das wird wohl in einem ersten Schritt auch notwendig sein, natürlich mit einer strikten Trennung von Redaktion und PR. Solange wir kein anderes Finanzierungsmodell gefunden haben, muss sich Qualitätsjournalismus erst einmal durch so ein Content-Marketing finanzieren. Nicht anders war es, als sich Printblätter durch Anzeigen finanzierten. Online verschwimmen jedoch die Grenzen zwischen Werbung und Redaktion leider immer stärker. Aber daher ist es auf der anderen Seite umso wichtiger, Medienkompetenz zu fördern und die Werbung klar als solche zu kennzeichnen. Das heißt aber nicht, dass gute Inhalte verloren gehen, ganz im Gegenteil. Es heißt nur, dass sie anders aufgearbeitet werden müssen, damit viele Menschen sie lesen. Die Leserinnen lesen nämlich auch online gerne gute und lange Geschichten, wenn sie hineingezogen werden. Ein Beispiel, ich habe Anfang des Jahres über die Medienberichterstattung zu den sexuellen Übergriffen in Köln geschrieben. Meine These war, dass sich diese massiv in eine rassistische Richtung verschoben haben. Oder sogar noch schlimmer, Gewalt gegen Frauen wird erst zum Thema, wenn es ein fremdes Feindbild gibt. Genannt habe ich den Artikel dann vier Dinge, die bei der Berichterstattung über sexuelle Übergriffe falsch laufen. Ein Titel, der nicht unbedingt auf Qualität schließen lässt. Es ist aber ein Titel, der mehr Leute in die Geschichte hineinzieht und der den Leserinnen sofort sagt, der Artikel ist gut verständlich sortiert, ich kann ungefähr einschätzen, was mich erwartet und auch wenn ich nur die Zwischentitel lese, die bereits in Thesen formuliert sind, haben sie daraus vermutlich mehr mitgenommen als aus einem vierseitigen Essay ohne Punkt und Komma. Und das ist es doch, was den Beruf der Journalistin ausmachen sollte, Dinge zu schreiben, die hängen bleiben, Artikel zu schreiben, die etwas verändern. Zumindest ist und war das in meinem Job immer ein Anliegen. Ich nenne das übrigens auch Clickbait für den guten Zweck. Online-Journalistinnen müssen also derzeit vor allem den Inhalten hinterherjagen, die Klicks bringen. Und es reicht nicht mehr einfach nur Artikel zu schreiben. Selbst die Grundlagen des Programmierens müssen sich manche Kolleginnen bereits selbst beibringen. Der Grund Sparmaßnahmen und eine sich ständig verändernde Medienwelt. Wer da nicht mithält, hat keinen Job mehr. Und wie wir bereits wissen, Jobs in der Medienbranche sind rar und schlecht bezahlt und sehr stressig. Und es grenzt heutzutage schon an Luxus, wenn man sich tagelang oder gar wochenlang einem Artikel zuwenden kann. Das heißt, auf der anderen Seite aber auch, dass ein Qualitätsmangel entsteht, den wir vermutlich und Sie alle sehen und der nicht schön zu reden ist. Und nicht umsonst heißt es, das Internet ist voller Cat-Content. Es kommt auch immer wieder vor, dass Online-Medien fehlerhafte Meldungen bringen. Das ist der Schnelligkeit geschuldet und dem ständigen Abschreiben von anderen. Einige Online-Seiten bieten deshalb schon Links, wie Fehler im Artikel melden. Andere reagieren auf Feedback, das Leserinnen auf Facebook etc. geben. Denn Leserinnen sind mehr denn je in die Produktion und die Bewertung der Artikel mit eingebunden. Kurz zusammengefasst, sieben Dinge, die für Journalismus online meiner Meinung nach wichtig sind, und zwar für Qualitätsjournalismus. Erstens, man muss nicht immer der oder die Schnellste sein. Zweitens, Klicks passieren oft unverhofft und das meist bei guten eigenen Stories. Drittens, ohne Investitionen ins Personal geht gar nichts. Viertens, die vielen Möglichkeiten von online müssen unbedingt genutzt werden, um echte Informationen hineinzupacken, also mit Grafiken, mit Videos etc. Fünftens, den Leserinnen muss zugetraut werden, komplexe Inhalte zu verstehen und ihr konstruktives Feedback muss ernst genommen und genutzt werden. Sechstens, der Inhalt kann auch online qualitativ hochwertig sein, lediglich die Aufmachung ändert sich. Siebtens, Menschen müssen auf die eigene Seite geholt werden, weil es hier Geschichten gibt, die es anderswo nicht gibt. Denn die Frage ist nicht, ob Qualität im Netz möglich ist, sie ist möglich. Die Frage ist, wann wir anfangen, sie zu ermöglichen. Und ich habe heute so ein schönes, sarkastisches Zitat der Nieman Foundation for Journalism der Harvard University gefunden, das ich Ihnen gerne vorlesen würde. Es handelt von der derzeitigen Situation des Journalismus, vor allem online. There is a trope in dystopian fiction and apocalyptic films, where it's almost worse to have survived for just a little longer than everyone else wiped out in the original disaster. Better to be consumed in the nuclear blast than to live rummaging among the ruins. Those of us journalists still left in the business are the poor survivors. We have peered into the cannibal cellar. What's worse is that we are still pretending it didn't happen. We are fighting over pools of shit water that have settled into the craters and bartering with dog meat under the mistaken impression we are carrying on fire. On the plus side,
there will be a lot more Stranger Things posts. Dankeschön.